Hallo und herzlich willkommen bei Mellys Backwelt. Heute zeige ich dir, was du aus dem Number Cake, Biskuitresten und Creme Leckeres zaubern kannst. Ich wünsche dir nun viel Spaß mit dem Video. Als allererstes habe ich mir Himbeeren aufgetaut und sie durch ein Sieb gestrichen, damit ich alle Kerne draußen habe. Nun kommt die restliche Diplomat-Creme hinein und das Ganze wird gut verrührt. Nun habe ich in den Gläsern das restliche Biskuit verteilt. Ich habe jetzt hier so Kupfgläser, oder du kannst dir auch ein normales Wasserglas nehmen, was du gerade hast. Nun kommt die ganze Creme wieder in den Spritzbeutel von vorhin und das Ganze wird abgefüllt. Beim Abfüllen achte ich darauf, dass ich auch immer wieder gut klopfe und rüttle, damit die ganze Creme nach unten rutscht. Nun kommt das Dessert für mehrere Stunden in den Kühlschrank, um fest zu werden. Ich hatte es übernachtet im Kühlschrank und am nächsten Tag haben wir das gegessen. Eine wunderbare Himbeermousse, also wirklich ganz lecker. Ich habe es noch ausgarniert mit kleinen Meringentupfen und Himbeeren und einem Blättchen Zitronenmelisse. Ja, ich hoffe, dir hat dieses kurze Video gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, lass doch gerne ein Abo da. Ich würde mich riesig freuen. So, nun wünsche ich dir alles, alles Gute und viel Spaß beim Nachmachen.